Maussteuerung aktiv. Alter. Junge, weißt du, du schießt hier rum und ja, mit einer Minute später kommen dann die Bullen, Alter, weißt du? Jetzt habe ich einmal aus Versehen geschossen. Ja, ist ja in Ordnung, aber wenn dann einmal eine Minute später die Bullen kommen, warte, dann ist das schon ja, ein bisschen... Ja, cool, dass du das eigentlich aus meinem Rucksack rausgeholt hast, wieder das Teil. Jetzt dürfen wir erstmal ein Repair-Kit kaufen gehen irgendwo. Warum? Ja, wer hat ein Repair-Kit von uns? Ja, ich. Ach, hast du es rausgenommen, ja, oder was? Ja, okay, gut. Ich dachte, weil du schon so still in deinem Auto saßt. Ich bin in Schule stand. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren erstmal nirgendwo hin. Vielleicht, wenn jetzt kommen sie übel viele. Oder wir fahren jetzt mal in Richtung Kupfer verarbeiten und gucken mal, ob das jemand ist. Aber, oh Mann. Ja, ich habe jetzt, ich werde schon mal jetzt jemand überfallen, mal. Ja, schon. Ja, wir fahren Kupferverarbeitung. Ja, ist das, wenn uns jetzt hier entgegenkommen? Dann. Oder? Weiß ich nicht, kommt drauf an, wer entgegenkommt, finde ich, denke ich, tue ich. Ja, nein, ich meine, du kannst ja nicht einfach umdrehen und hinterherfahren. Ja, schon dann irgendwie warten. Wie heißt das? Wegen dem Quad würde ich jetzt nicht umdrehen. Das lohnt sich vielleicht nicht so ganz. Vor allem, bis wir dann umgedreht haben und uns versteckt haben und so, werden die wieder weg mit dem Quad. Ja, das ist ja der Punkt, wenn wir wissen, was, also, ja. Eigentlich. Ja, wir sehen eh niemand mehr. Wir biegen da eh gleich wieder geradeaus quasi ab, ne? Aha, stimmt, das ist ja der Point. Boah, das ist ja dann voll tricky. Oh Mann, das ist ja dann voll tricky, generell. Ja, ich weiß nicht, wir können uns ja auch mal, wenn wir jetzt hier an der Verarbeitung nichts finden oder niemand sehen, einfach mal Richtung Norden begeben, ne? Im Auto. Ja, warum nicht? Mit was sonst laufen oder was? Weißt du, mit Kriechen wäre auch ganz gut. Ja. LOL, Alter, was ist denn mit der Lenkung hier auf einmal los? Ich glaube, es ist meine Kompetenz los. Ja, okay, dann fahr hinterm SDK wieder auf oder beim Kupferding auf die Straße und dann. Fahren jetzt einfach bis zum Kupferding durch. Dann landen wir nachher ungefähr auf dem gleichen Weg. Oder? Das war doch so. Navigier mich mal dann, ne? Ja. Wow, Alter. Was ist denn hier auf einmal die Steuerung auch irgendwie so komisch? Naja, jetzt wird auf die Steuerung schieben. Okay, aber dann fahren wir quasi Richtung Alti. Wie heißt das da? Altes. Ne, wie heißt das nochmal? Atira quasi in die Richtung, oder? Richtung Airfield und so, ne? Oder in welche Richtung hast du gedacht zu fahren? Ja, hab ich so gesagt, Richtung Norden. Okay. Ja, Norden. Ja. Das ist ein dehnbarer Begriff. Norden könnte auch die Sandmine sein. Oder ich hatte gerade irgendwie Salzverarbeitung. Stein drüber gefahren, weil die jetzt irgendwie so aussah. Ja, Salzverarbeitung ist für mich Norden. Aha. Oder halt Eisen, Diamanten, irgendwie sowas halt. Ja, aber Eisen ist Schwachsinn. Oder siehst du nichts mehr dann? Ja. Nee, nee, wahrscheinlich nicht mehr, oder? Mehr, ne? Na egal, passt. Schon nichts passieren. Das ist deine Nüsse da schon wieder. Die wunderbare Kupferverarbeitung. Wenn nicht, halt links dann. Oder? Echt? Oder warte. Also nicht auf die Straße, ne? Wir fahren. Naja, warte, ich muss erstmal klotzen. Also quasi, Feldweg. Doch, die nächste links. Echt? Ey, also, nee, ja, nee, grad die, also geradeaus eigentlich, ja. Ja. Also, ja. Also die zweite von rechts quasi. Also. Ja, oder die zweite von links. So, dann kannst du eigentlich direkt hier gleich wieder hochfahren. Oh, das wird tricky bicky. Was hab ich gerade gesagt? Du kannst direkt gleich hier wieder hochfahren. Tricky. Sehen, ob wir das schaffen ohne Steine, Zäune, Bäume. Steine zu einem Baum. Alter. Das sah gerade schon wieder so krass aus bei mir. Mach mal das Licht. Nee, Licht. Nein, nee, das geht echt gar nicht. Das geht. Ist auch nicht das schlimm. Ist gar nichts. Auch nicht schlimm, denke ich mal. Steht da oben jemand vielleicht? Mammut ist getrennt. Oh, lol. Da war doch gerade schon mal ein Stein. Nicht. Wachel. Wir fahren jetzt einfach hier rum, ist auch egal. Achso, jetzt ist plötzlich egal. Ja, hier ist eh niemand. Ja, gut, also. Was sag ich? Na gut. Ja, dann such du jetzt mal aus Salz, also quasi Salz oder Diamant, würde ich sagen, ne?
Naja, dann würde ich aber einfach mal in Richtung. Oder ich würde einfach mal die Hauptstraße in Richtung Atira fahren. Und dann eigentlich so Das machen, ist wie die. klar. Bis Ja, dahin. aber es so machen, wie die Leute das quasi gemacht haben, die uns bumsen wollten. Ne? So in die Richtung. Ah, ich wäre das schon. Ich fahre Warte jetzt mal, einfach, du kannst es mal überlegen. wenn ich P drück, ist es korrekt, dass ich dann sehe, dass es. Okay, ich erkenne da nicht, wie viele Polizisten, wie viele Spieler da drauf sein sollen. Also muss ich auf M gehen und das grob schätzen. Spieler. Okay, wir haben sehr viele Spieler drauf, wahrscheinlich 70. Ja, guck mal die Uhrzeit. Naja, ich guck mal die Uhrzeit. Das ist ja, Wenn wir einen sehen auf dem Weg. Primetime, Alter. Wenn wir einen sehen auf dem Weg, also gerade einen Hemmel zum Kommt Beispiel, dann drauf fahren wir an. dem Ja, einfach hinterher, dem oder? Himmel fahren wir hinterher. Am besten sollen wir halt gucken, wie viel drin sitzen und als auch, ob da noch ein anderer hinterher fährt. Ja, aber. Bei zwei würde ich einen Helmet nicht unbedingt hinterherfahren, weil Helmet ist halt teurer, du hast mehr dabei, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Waffen auch dabei haben, ist halt eigentlich auch Hatten wir größer, ne? bisher zum Glück auch immer, ne? Ja, wir nicht, wir sind halt. Ja. LOL! Alter. Ja, ich gerade mit gefühlten Da 200.000. vorne kommt. Ne, da fährt. Was Ja. ist da oben? Alter, da ist gerade. Das ist ein Hemmet mit so einem Kofferding hinten Wir drauf. fahren dem hinterher, definitiv. Aber fahren nicht so schnell. Alter! Alter, der ist explodiert oder irgendwas anderes. Alter, der fährt, das zwingt bei mir ganz, ganz krass nach Alter, hinten. da kommt ein anderer Hemmet. Ich gehe auf die Seite, Alter. Ja, geh auf die Seite, korrekt. Ich gebe einfach Gas und fahre hier Nein, weg. nein, stopp, stopp, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein, Mach ich. Licht aus, bleib hier. Mach Licht aus, bleib hier. Das, was bringt jetzt das Licht aus, Mann? Da wissen die, jo, die überfallen uns gleich. Ja, geil. Ja, nee, das nicht. Und Ja, das okay, Licht dann lass Licht an. ausmachen. Okay, das war vielleicht ein Fehler, aber bleib Weiß hier ich, auf ich jeden würde Fall. jetzt eh nicht an. Alter, das sind zwei Hemmets. Wie krass synkt denn der mit dem Ding hinten Jetzt, drauf bei mir bei ist dir? gerade weg. Okay, warte, da ist einer im Hemmet. Anhalten und. Achso, nee, warte, wir sind Ich rebellisch. habe Schau, sag ich mal gesagt, so, alles zwei. klar. Das sind Ja! zwei Leute, zwei Hemmets. Der LOL. eine sind jetzt. Alter, bei mir synken die Okay, die so gehören krass rum. zusammen. Die gehören zusammen. Mit Bei dem mir erlassen wir synken die das. so krass rum. Wir hupen mal zurück, weil das ist nicht Ja, gerade. klar. Ich denke mal, das ist eher abwertend quasi, wenn wir nicht hupen, dann Ja, denken die warte, eher, dass wir böse sind. Ich würde die Map. lassen. Ich würde die lassen. Ehrlich gesagt. Wirklich? Ja. Ich glaube nicht, dass es das gut ausgehen würde. Würde die bei mir nicht so extrem synken, dann würde ich wahrscheinlich schon versuchen, da irgendwie was. Aber wenn die synken so krass bei mir, einfach Ja. nur die ganze Mir Zeit hat's hin und aufgehört, her. aber trotzdem. Was Ja, bei ich dir meine so ganz abgeht, ehrlich. dann ist eh Leider scheiße, weil bist du dann eh fehlt der scheiße, das stimmt irgendwie. schon. Und ja, ne? Das liegt wahrscheinlich auch primär daran, dass ich aber bei dir mitfahre. Ich glaube, wir sollten echt noch ein zweites Auto holen. Nein, würde ich nicht Doch. unbedingt sagen. Doch, das ist auf Ja, jeden was Fall bringt so. es? Primär, dass es nicht mehr synkt und zweitens, dass wir vielleicht auch getrennt wegfahren können, falls dein Auto mal kaputt geht, kannst du dann bei mir Ja, mitfahren oder gut, ist schon andersrum. sinnvoll, aber ich würde mir halt dann auch nicht wieder so ein Schwachsinnsauto kaufen, wo die Nein, auffällt, ich hole meins aus weißt der Garage. du? Ja, gut. Einfach, ich habe ja Eine nicht komische noch eins. Pussy-Limousine, Alter. Ja, ich kann mir auch meinen Karren holen, meinen anderen da, wenn Mir du hier geht's doch willst. gerade aus. Ich traue mich hier gerade nicht Gas zu geben, weil ich nichts sehe. Ja, ist korrekt, alles geradeaus noch. Ja, vor allem Vorerst. jetzt verschwindet halt auch wieder die Straße. Ich fahre hier lieber langsam, wenn es dunkel ist. Ich Ich brauche sag eine dir gleich Night mal. Vision, Alter, ganz ehrlich. Ich sag dir gleich mal, wann du abbiegen sollst, okay? Weil da ist Was? gleich eine Garage in der Nähe. Und zwar in ca. 900 Metern Ja, links. okay. Siehst du die schon? Garage auf der Map, glaub schon, ja. Nein, ja, ich weiß, dass es eine ist am Flughafen. Weil es synkt halt sonst nie bei mir. Erst jetzt, seitdem ich bei dir mitfahre. Das pisst schon echt an. Oh, da war die schon. Weiß nicht, ich weiß nicht, Spreche dich nee. aus, Ich mein finde die Sohn. Rennstrecke irgendwie auch mal interessant. Aber irgendwie, weiß nicht. Wir müssen mal wieder ein Rennen fahren hier, ne? Ja, Ich hab noch ja. eins, ich hab noch eins auf, also eins noch Du auf hast ja YouTube gerade schon mal eins hochgeladen. rausgehauen Ja, ich jetzt. weiß, ich wollte es eigentlich schon vor ein paar Tagen raushauen, aber ich hab's noch nie beschriftet. Ich komme irgendwie nicht dazu. Entweder zocken Ja, oder weiß ich die nicht. Schriften ist auch voll. Nee, das ist so, ja, das ist eigentlich nicht wirklich. Was? Ach, guck mal, Hä, da was ist dein kommt ein Problem? Handy. Halt, Junge, wenn ich das tue, dann heißt es, du sollst die Fresse Wenn ich halten. das tue! Du Da Boss, Alter, was ist steht ein los Auto. mit Da dir, du? stehen mehrere Autos und Ja, da ist noch ich ein sehe bestimmt Baby so da aus. unten. Ja, wo ist denn die Garage, Alter? Ich hab. Hä?
Sie ist voll komisch. Ja, auf du fährst richtig. Das, der Typ da rauslassen, ja. Doch nur aussteigen. Also muss ich über uns aufschließen, der wahrscheinlich nicht zugemacht, war auch gut. Alter, über uns, Alter, hinter dir. Ja, lol. Alter, was hat der vor? Der glaube ich, in die Garage. Landen. Beleuchte den mal. Ja, danke, danke. Das ist gut. Ach, guck mal, ein Rebelli. Zeig dir mal, dass du ein Kollege bist. Das sah grad schwierig aus. Hallo. Bin Kollege von dir, wenn man das so nennen kann. Wie macht man das eigentlich, dass man sich gegenseitig identifizieren kann unter hier Rebellen? Er war ein bisschen Kollege von mir. Weil ich Rebell bin? Das sind nicht alle so. Ach so. Und? Spielt schon lange? Ein paar Stunden. Also zwei vielleicht, ne? Also erreicht haben wir eigentlich noch nichts. Habt ihr vielleicht mal Bock mit Morgs Koka zu fahren? Hm. Wir wollten eigentlich jetzt so ein bisschen noch versuchen, ob wir mal jemanden überfallen können. Ja, nur als Warnung, Garagen, ATMs, so ziemlich 90% der Map ist die Safe Zone. Ihr müsst also aufpassen. Aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, Eisen und Kupferhändler. Da waren wir gerade auch schon 20 Minuten. Und dann hat hier jemand gemeint, er muss mal schießen und dann irgendwie kam noch Bullen vorbei und das war so ein bisschen zu viel. Ja, die Cops kontrollieren das oft, weil die immer direkt eine Nachricht kriegen, dass die überfallen werden. Und die auch immer in der Route Patrouille fahren. Aber da kommen relativ oft eigentlich Leute vorbei. Wir haben da hinten gerade zwei Hammets gesehen. Ich weiß nicht, wenn du dich uns anschließen würdest, dann könnten wir dich vielleicht holen. Aber das sind halt zwei große Hammets, oder ich glaube ein großer und ein normaler. Haben uns aber jetzt alleine. Ich muss halt off. Achso, okay. Ich muss off. Aber wenn ihr mal Bock habt, kaum mit Helis Poker Farm. Ich hab eine Gang. Eine Gang. Ja, warte mal. Ich bin auf dem TS vom Server. Im ja, ich denke, wir finden dich dann schon. Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5. Boah, Alter. Wenn ich mal aufkomme, könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr ja, werden wir. Ja, machen wir, machen wir. Wegen so Drogen sind ja auch mal interessant, ne? Ciao. Oh, jetzt geht's auch schon. Ja, tschüssi. Ja, lohnt sich. Ja, denke ich mir. Spawn dein Karren. Garage. Dann auf einmal weg. Hä, fliegen die nicht normalerweise um? Keine Fahrzeuge. Hä? Kann es irgendwie sein, weil wir jetzt Rebellen sind, dass die Fahrzeuge weg sind? Nein, meine sind doch auch da. Das macht aber keinen Sinn, dass ich keine Fahrzeuge habe. Warum hast du eigentlich keine Fahrzeuge? Da kommt schon wieder ein Heli. Diesmal desinkt da aber krass. Lol. Es ist geil, wenn auf einmal der Heli auf dem Boden desinkt. Dann ist er weitergeflogen. Ich habe keine Fahrzeuge bei mir. Was soll denn das? Was, what the fuck? Hast wohl keine Fahrzeuge, kann das sein? Ich fresse sonst. Was denn? Was kann ich da dafür? Ja, du machst mich ganz schön aggressiv mit einem dummen Gelaber. Was soll denn das Scheiße, dass ich keine Fahrzeuge habe? Das weißt du, ich nicht. Ja. Dann steck halt ein und fahr mal weiter. Das ist halt so. Das ist jetzt ja, nein, das kann nicht sein. Ich muss da drin einen Helm mit Treibstoff haben. Ich muss da drin einen zwei Limousinen haben und einen so einen verfickten Hurensohn-Truck. Nö. Alter, wenn die jetzt für dich weg sind, dann werde ich wahrscheinlich erstmal kein altes Live mehr spielen. Oh, voll schlimm, du bist doch eh Rebell jetzt, Mann. Ist doch scheißegal, trotzdem hat es schon 500 Jahre gedauert, dass ich den Scheiß gefarmt habe. Weiß ich doch nicht, warum du überhaupt Limousinen hast. Alter, was hat das eine im anderen zu tun? Du hattest doch so ein Bullshit einfach nur. Den Drang danach, den Helm zu kaufen. Und die Limousinen verstehe ich. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, wenn die Fahrzeuge wechseln, ob ich das jetzt kaufen wollte oder nicht? Sag mal, hä? Von dem her kann dann ja, ist was okay, zu viel. Du laberst Bullshit. Kannst du mal sagen, dass deine Fahrzeuge weg sind, nur wenn du dich mal an Admin oder was weiß ich. Nicht an mich. Ja, ich hab mir. Du bist doch einfach rum. Du kannst, Alter. Ja, ist okay, Julian, ganz ruhig. Dein Leben ist okay. Ja, das weiß ich, dass mein Leben okay ist. Irgendwie. Ich dachte, hier geht jetzt eine Straße lang, aber irgendwie. Dann würde ich sagen, fahren wir halt mal nach. Atira ja, oder was so. Was ist das hier für eine komische Straßenführung, ey? Oder? Hat den Trick sich ausgedacht. Diamantverarbeitung bei Atira vielleicht? Ich würde niemals durch Atira fahren.
Okay, ich weiß nicht, wie es auf dem Server ist, aber auf dem Server, wo ich. Nee, warte. Ja, stimmt, auf dem Server, wo ich Bulle bin, da haben die da direkt einen HQ und da ist jedes Mal, also um die Uhrzeit vor. Also jedes Mal, wenn halt mindestens 4 Leute da sind, oder 5 oder 6 so ungefähr, ist immer eine Atira-Streife aktiv. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber da ist es auf jeden Fall so. Und dem her weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ne? Wenn ihr wollt, was ich meine. Keine Ahnung. Man kommt nach einer Kurve, aber wann muss ich ihn bremsen? Wir waren übrigens gerade über 200. Ja, wow, wow. Ja, jetzt etwas. Was denn? Ja. Ja, klopft doch selber auf die Karte. Ich hab gedacht, du hast vorhin irgendein Ziel bestimmt. Wir fahren jetzt einfach die Straße weiter und fertig. Cool. Ja, cool. Finde ich auch. Tony sagt schon wohin. Lese ich echt nix. Da hinten ist irgendwie Licht an Bäumen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Lampe ist oder ob das ein Auto ist. Aber sieht irgendwie nicht nach einem Auto aus. Nee. Dann schaut das Licht schon längst weg. Ja gut, das ist irgendwie so eine. Aber steht hier mitten in der Pampa eine so eine Lampe rum. Das schaut aus, denn los irgendwie. Oh Mann. Meinen sie sich da weitergelegt. Oh. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Du ja. Diamantenhändler wäre ja, jetzt hier quasi. Wollte ich eigentlich gerade hin, aber irgendwie. Ja, da können wir noch länger warten. Oder? Ja, wir gucken einfach, ob da jetzt jemand ist. Und wenn da jemand ist, dann aussteigen, überfallen. Okay. Und fertig. Also, wie es aussieht, ist da eh niemand. Nee, also stimmt, ist doch erst hier ums Eck rum. Okay, Admins meinen gerade, dass es sicherlich nur ein Bug ist. Wir hoffen, dass dies nach dem nächsten Restart nicht mehr passiert. Wir bitten Sie, diesen Vorfall zu entschuldigen. Okay. Ich hoffe es mal, Alter. Wenn nicht, dann war's das. Das, okay. Das finde ich auch immer geil. Oh fuck, ich muss was trinken. Wenn es einfach heißt, wir bitten das zu entschuldigen. Ja, was ist, wenn das nicht tust? Dann interessiert es gern. Das ist auch sogar, wir haben eine Baustelle direkt vorm Haus gehabt gestern. Also nicht direkt vorm Haus, aber halt da, wo eigentlich eins der Auto steht. Das sollte da eigentlich morgens und mittags rein. Morgens und abends. Mhm. Weißt du? Also morgens raus und abends rein. Aber ja. Dann, wenn dann da so ein Zettel kommt und von wegen und so, ja, dass da Baustelle ist und wir bitten um Verständnis oder so ein Dreck. Ganz ehrlich, was ist, wenn du einfach kein Verständnis hast und einfach sagst, nee, ich muss da aber rein. Nee. Das ist, weiß nicht. Ganz ehrlich, würde ich wieder zum Kopf von Eisendler ich runterstellen. Weil ich glaube echt, das macht ja, am meisten Sinn. Ich glaube echt, dass es hier einfach nichts gibt. Oder das Einzige, was ich mir denken könnte, wäre vielleicht noch, dass man quasi einfach die Road hier entlang fährt und dann quasi ja, Leute beim Salz oder so irgendwo da. Ja, nee, wir halt drehen jetzt einfach um und fahren mal zurück nochmal ein Stück. Ich weiß nicht, wir haben es auch dran. Das ist halt echt zivilisiert. Haben es halt auch 2:30. Ja, aber einen einzigen will ich schon mal haben. Ja, es wäre schon nicht schlecht, um das mal so zu sagen. Boah, ich muss nachher echt nochmal, oder was heißt nachher nicht, aber ich muss, wenn ich das hier, bevor ich das render alles, muss ich echt ein bisschen was schneiden, weil das kann sich ja niemand antun, den kannst du hier rumfahren, Alter. Ja, man, diese Leute, wo alles rausschneiden. Ja, das ist ja langweilig, Alter. Das ist ja langweilig, Alter, muss ja ein bisschen Unterhaltung bieten mit zum Beispiel Seitenbacher. Nein, oh Mann, ich hätte es nicht sagen dürfen, jetzt habe ich es. Oh nee, fick dich. Ja, also ich habe echt das Problem, ich habe keine Ahnung,